Hallo, heute zeige ich euch, wie man dem Hund das Fell pflegt. Dazu benötigen wir einmal einen Hundekamm und ein Hundeshampoo, wenn man ihn badet. So, fangen wir mal an. Ihr nehmt den Hundekamm und streichelt ihm das Fell durch. Das heißt, ich mache es jetzt mit der linken Hand, streich's durch und mit der rechten Hand einfach hinterher, damit der Hund sich einfach sicherer fühlt bei euch. Also nicht, dass er dann Angst kriegt und nicht erschrickt oder sonst was. Also meiner ist es schon gewohnt. Und ja, genau. Dann fangen wir nochmal mit einem anderen Thema an. Das ist, ihr solltet es 1 bis 2 Mal in der Woche machen. Weil dann kriegt der Hund keine Knoten. Das heißt, Knoten ist ein Fell, wo die zusammengeklebt sind. Und die muss man dann abschneiden und das ist nicht schön. Also wenn man dem Hund das Fell abschneiden muss. Genau. Die empfindlichen Stellen vom Hund. Hunde haben natürlich auch empfindliche Stellen, zum Beispiel die Pfoten, hier die Ohren oder das Gesicht. Ich habe mir jetzt hier einen Kamm gekauft mit Beinen, also mit 2 Seiten. Ich benutze hier das hier für die empfindlichen Stellen. Das tut dem Hund nicht weh und immer ganz leicht an den empfindlichen Stellen, an den Pfoten, weil sonst hat der Hund Schmerzen. Genau. So, ein Tipp noch von mir. Ja, kauft euch ein Hundeshampoo und ja, ihr solltet dem Hund mindestens nach 2 Wochen, also alle 2 Wochen baden. Ich empfehle es euch, das tut dem Fell gut und deinem Hund auch, weil wegen den Flöhen und wegen anderen Krankheiten. Ich empfehle es euch und ja, wenn ihr den Hund badet und das Shampoo drauf macht, kämmt einfach nur ganz schlichtweg das Fell durch. Das ist meine Empfehlung an euch. Genau, das war's eigentlich schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.